Ich kann nur sagen, dieses Panel wurde stark erwartet. Es ist stark besetzt. Ich glaube, ich nehme nicht zu viel vorweg, wenn jeder hier im Publikum wahrscheinlich mit mindestens einer von den Marken, die jetzt gleich hier im Panel sitzen, schon mal in irgendeiner Form interagiert hat, sie kennt, da bestellt hat, mit denen zusammengearbeitet hat oder wie auch immer. Deswegen wirklich hochkarätig besetzt. Ich bin sehr gespannt, vor allen Dingen auch auf die Themen. Wir können die Stühle sonst gerne schon mal hier auf die Bühne bringen, also sehr gerne. Ich bin sehr gespannt auf das Panel heute, vor allen Dingen, weil man sagt ja schon so ein bisschen E-Commerce-Kater, vielleicht der größte aller Zeiten momentan, alles ein bisschen runtergegangen. Vielleicht war es auch overhyped vorher und da bin ich gespannt, wie dann gleich so diese Stimmung in unserem Panel einfach ist. Deswegen, ich kündige nur unseren Moderator an und zwar, das ist Till Dreier. Er kommt von der E-Commerce-Agentur Markaira und deswegen Film ab für das E-Commerce-Panel und genau, gern interaktiv Fragen stellen. So, die Zeit läuft. Wir haben nicht so viel Zeit. Wie geht's euch? Wer von euch ist aufgeregt? Es soll heute um E-Commerce gehen. Ihr habt schon viel über Marketing gehört und wir haben eben gerade vorher schon noch gequatscht, okay, wie viel E-Commerce steckt in Online-Marketing und andersrum. Das werden wir, glaube ich, gleich nochmal bequatschen. Ich sage danke, dass ihr erstmal alle da seid. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wenn ihr Fragen habt, stellt ihr gerne. Hat ja eben gerade schon ganz gut geklappt. Ansonsten würde ich schon mal überleiten in die erste Vorstellungsrunde. Das mache ich natürlich nicht selber, sondern das machen die SpeakerInnen selber. Deswegen, ich fange an mit Natalia rechts von mir und ich gebe gerne den Hinweis, stelle ich kurz vor und dann würde ich schon mal eine Standardfrage hier von meinem Zettel mitgeben. Die darfst du dann bitte schon gerne beantworten. Also, ich war im Shop unterwegs, ja, und habe bei allen von euch spannende Sachen gefunden. In dem Fall möchte ich gerne von dir wissen, Abo-Modell, was ist das, wie habt ihr das implementiert, funktioniert das wirklich und ist das vielleicht ein Thema für andere? Okay, genau, ich bin Natalia, hi, bin bei der Gravis, also Apple Reseller und ja, Abo-Modell für uns super wichtiges Thema. Wir haben letztes Jahr unser B2C-Abo eingeführt, also als eigenes Modell. Und tatsächlich diesen Sommer unser B2B-Abo, also quasi Abo-Leasing-Modell für Unternehmen. Funktioniert sehr, sehr gut. Mhm. Es macht natürlich im Privatbereich in der Hinsicht Sinn, dass so dieses ganze Share-Thema, so wie das ja letztendlich auch irgendwie so mit Carsharing, Bike-Sharing und so weiter total viel Sinn schon macht und gut angenommen wird. Macht ja für technische Geräte auch unglaublich viel Sinn. Im B2B-Bereich natürlich nochmal viel spannender für Unternehmen, gerade so auch im mittelgroßen Segment, weil ich mich natürlich nicht so abhängig mache. Also ich bin viel flexibler und es hat so zwei Seiten. Auf der einen Seite bin ich immer eigentlich auf dem neuesten Stand, weil ich ja so ein Gerät irgendwie maximal 2 Jahre irgendwie abonniere. Das ist für mich als Unternehmen irgendwie gut, aber natürlich auch irgendwie attraktiv für die Mitarbeiter, die für mich arbeiten. Genau, und in dem Hinsicht haben wir eigentlich echt super, super gute Erfahrungen damit gemacht. Eine Rückfrage würde ich stellen, macht ihr das komplett selbst oder habt ihr da einen Partner, mit dem ihr das in Verbindung macht? Genau, nee, wir machen das nicht komplett selbst, wir machen das sowohl im B2C als auch im B2B-Bereich mit Dienstleistern. Mhm. Wir übergeben quasi an die Geräte, aber haben natürlich trotzdem Dienstleistungen, also alles, was rund um Beratung, Service, Reparatur läuft trotzdem weiterhin für die Gravis. Kurz als kleinen Standpunkt, wie viel muss ich bei euch im Abo-Modell bezahlen, um das neue iPhone 14 zu bekommen? Das kommt drauf an.
Also welches iPhone und welche Speicherkapazität, welche Mietdauer. Aber es ist super flexibel, also das ist ja auch das Schöne daran. Also du kannst eigentlich bei 10 Euro anfangen für eine Apple Watch. Verstanden. Ja, klingt gut. Nicht so mein Fall, vielleicht sollte ich mich damit noch mal ein bisschen auseinandersetzen. Ja, vielen Dank. Ich würde einmal weitergeben, bevor wir dann später in die Diskussionsrunde einsteigen, das wird sehr spannend. Ich habe die liebe Astrid dabei. Ich würde dich auch um ein paar Worte zu dir selbst bitten und wo du natürlich arbeitest. Aber mich wird bei dir auch interessieren, ich habe den Set-Konfigurator gesehen. Wie funktioniert das überhaupt? Was sind so die Ziele damit? Und wie ist das vor allem implementiert? Jetzt nicht zu technisch werdend, aber was kann man damit erreichen? Ja, hi, ich bin Astrid, ich bin Head of E-Commerce bei Bears Food Benefits. Wir machen Supplements, also Nahrungsergänzungsmittel in Form von leckeren Gummibärchen für Haare, Haut, Nägel, aber auch die allgemeine Gesundheit. Genau, zum Set-Konfigurator, das, was bei uns intern Mix and Match ganz klassisch genannt wird, haben wir tatsächlich selber gebaut, also nicht ich jetzt, ne? Deshalb kann ich auch nicht so super technisch einsteigen. Ist aber eigentlich eine relativ simple Logik dahinter. Also wir arbeiten mit Shopify, es ist einfach eine Collection auf Shopify, falls sich da wer auskennt, wo man sich dann, also es geht im Endeffekt darum, dass man sich von unseren mittlerweile 17 Produkten aus der Produktpalette einfach sein eigenes Set konfigurieren kann und mit jedem Produkt, was man dem Set hinzufügt, nochmal extra 5% spart. Es funktioniert sehr gut, um deine Frage zu beantworten. Vor allem im Bestandskundensegment tatsächlich haben wir gemerkt, weil die Kunden halt einfach unsere Produkte schon kennen und dann genau wissen, welche Produkte sie dann möchten und wie sie am besten sparen können. Bei Neukunden sehen wir es stark, dass der Set-Konfigurator zwar auch genutzt wird, aber sehr stark auch unsere vorgefertigten Bundles, weil unsere Hypothese dahinter ist halt einfach, die Kunden kennen die Produkte noch nicht, die wollen einfach mal austesten und vertrauen uns dann in dem Fall einfach und kaufen ein vorgefertigtes Set. Die Idee dahinter bei beidem, bei den vorgefertigten Bundles sowie auch beim Set-Konfigurator ist natürlich Steigerung des AOVs, klassisch. Verstanden. Was ist denn euer Topseller? Ich glaube, da hatten wir gestern, wir haben uns beim Speakers Dinner gestern schon getroffen und da hast du es schon gesagt, aber ich weiß es leider nicht mehr. Was ist denn euer Topseller derzeit? Unser Topseller ist tatsächlich unser allererstes Produkt, was wir vor 4 Jahren gelauncht haben. Amazing Hair nennt sich das, mit Biotin. Dicht gefolgt aber von ein paar neuen Produkten, zum Beispiel dem Super Snooze mit Melatonin, auch ein Mainstream-Produkt. Ne? Also wir sind eine Marke, die sehr stark auf Frauen eingeht. Wir haben aber auch etwa 25% Männer in der Kundschaft. Das heißt, auch an die Männer hier im Publikum, gerne mal testen. Tendenz steigend oder? Tendenz gleich bleiben von der Geschlechteraufteilung ungefähr. Okay. Ja, vielen Dank erstmal. Danke. Wir schwenken über zu Olivia. Und Oceans Apart, ein Shop, mit dem ich tatsächlich bis jetzt nur auf Instagram oder über Instagram in Kontakt gekommen bin. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Deswegen ist es ganz, ganz spannend, dich hier zu treffen und einfach mal zu hören, was dahinter steckt. Ihr betreibt Live-Shopping. Tatsächlich, wenn ich das gesehen habe oder ich habe reingeschaut und dachte mir, okay, die InfluencerInnen, die vorher nur auf Instagram zu sehen sind, sind da viel sympathischer, weil es live ist. Ich würde gerne wissen, was dahinter steckt, ob das so ein USP von euch ist und wo es damit vielleicht auch hingeht. Hallo, ich heiße Olivia und wie du gesagt hast, Oceans Apart. Genau, Live-Shopping. Wir haben vor 10 Monaten angefangen, erst in der Cyber Week letztes Jahr und dann haben wir gesehen, dass eigentlich das für uns ein super spannendes Thema ist. Wieso? Weil wenn du gehst bei uns in den Shop, dann siehst du wahrscheinlich 700 Produkte. Viele davon sind einfach schwarze Leggings oder schwarze Bra. Und wir haben uns gesucht, eine Möglichkeit zu finden, dass wir USPs von Produkten zeigen können. Und durch Live-Shopping, was bei uns durchschnittlich 30 Minuten dauert, mal länger, mal kurzer, haben wir entdeckt, dass wir einfach die Produkte besser vorstellen können. Wie du auch selbst gesagt hast, wir sind bekannt durch Instagram und durch Influencer-Marketing. Deswegen haben wir auch gesehen, dass wenn wir Influencer einladen, dann können wir unsere Reichweite vergrößern. Deswegen, wir machen das oft mit Influencer, aber nicht nur mit Influencer, da wir auch sehen, dass unsere Expertise in unseren Produkten am besten durch unsere Mitarbeiter transportiert wird.
Was kann ich noch dazu sagen? Wir haben auch unsere Followers bei Instagram gefragt, wann passt dem am besten, unsere Shows zu angucken. Und da haben wir ein festes Datum gefunden. Das passiert jede zweite Woche am Dienstagabend. Was auch eventuell interessant sein kann, natürlich, wir gucken uns die verschiedenen KPIs. Ein davon ist, welches Umsatz wir generieren durch Show. Aber auch, was für ein Umsatz kommt danach. Das heißt, wir haben auch entdeckt, dass eigentlich durch Promotion von Live-Shopping after können wir noch mehr Umsatz generieren, als durch während Show ist wirklich live. Deswegen jetzt fokussieren wir uns auf jeden Fall, dass wir das weiter promoten, zum Beispiel durch Instagram, Social Media, aber auch bei CRM. Probieren verschiedene Themen abdecken, dass man nicht nur an Oceans Apart in den Bereich Sportklamotten denkt, sondern auch irgendwelche Trends oder wenn wir launchen neue Collections, dann können wir auch die Produkte ganz gut zeigen. Deswegen, das ist für uns Kanal, welche wir nutzen, um einfach die Message, die KPIs, Fabrics, Farben einfach am besten zu zeigen. Hm? Spannend. Passt erstmal, ich glaube, wir können da später nochmal drauf eingehen. Daneben sitzt Tarek, kennt ihr alle, schön, dass auch du da bist. Trotzdem gern stelle ich gleich nochmal vor. Wir haben gerade nochmal drüber gequatscht, was ich dich jetzt hier als erstes frage. Und wir hatten ein technisches Thema zuerst uns überlegt, aber haben dann gesagt, okay, vielleicht ist das doch nicht so interessant, sondern nur für mich interessant. Deswegen würde ich mal umschwenken, weil ihr beide hattet euch darüber gerade so angeregt unterhalten. Vielleicht auf einer Metaebene, wo kann man von anderen Shops noch lernen oder wie schaffst du es quasi, Ideen von woanders zu nehmen und dann vielleicht auch ins eigene Unternehmen zu transportieren? Ja, danke für die Einladung. Ich bin Tarek, einer der drei Gründer von About You. Wir sind ein Mode-Online-Shop, 85% Frauen. Ich war überrascht, ich hätte gedacht, dass wir einen höheren Männeranteil haben als ihr. Naja, und in 26 Ländern. Und ja, ich konnte hier zu Fuß hingehen aus meinem Homeoffice. Ich wohne nämlich da drüben, das war ein Heimspiel für mich. Wo holen wir die Inspiration her? Eigentlich von vielen Quellen. Also tatsächlich sowas wie Live-Shopping und Co. haben wir uns tatsächlich sehr an China orientiert. Ich befürchte in Anführungsstrichen auch, dass das immer häufiger der Fall sein wird, dass man sich im E-Commerce an China orientieren muss. Ich sage deswegen befürchte, weil das, glaube ich, komplizierter ist für Europäer als an den USA sich zu orientieren, wie das halt vor 5 bis 10 Jahren der Fall war. Vor 5 bis 10 Jahren war das relativ einfach, wenn man wissen wollte, wie sieht die Welt hier im Digitalen aus in 3 Jahren, konnte man sich das Kundenverhalten in den USA angucken und das war relativ sicher auch das, was hier irgendwie mit 1, 2, 3 Jahren Versatz eben adaptiert wird. Ne? Ich glaube, jetzt ist so ein bisschen die Kernfrage, ist quasi China dem europäischen Konsumenten und sind die chinesischen Unternehmen halt den Europäern halt irgendwie 3, 4 Jahre voraus so? Oder haben die vielleicht einfach ein grundsätzlich anderes Konsumverhalten? Ja? Und deswegen finde ich Live-Shopping gerade so mega spannend zu beobachten und, und als zweites auch Chat-Commerce so, weil wenn das in 2, 3 Jahren eigentlich die Conclusion ist, das setzt sich in Europa nicht durch, dann ist das Fazit eigentlich, der chinesische Markt ist einfach anders. Und er ist nicht voraus, er ist anders. Wenn wir allerdings feststellen, dass in 2, 3 Jahren halt Live-Shopping auch irgendwie so 15, 20% vom E-Commerce-Umsatz ausmacht, wie das in China ist, dann ist irgendwie klar, wenn man die Zukunft sehen will, muss man nach China gucken. So, aber auch innerhalb von Europa gibt es natürlich viele Unternehmen, die viele coole Sachen machen oder auch Unternehmen, die gar nicht unbedingt im E-Commerce sind. Also es gibt da jetzt nicht so das eine Unternehmen, an dem wir uns orientieren. Ja. Also wäre deine Annahme jetzt mal als Key Learning schon mal mitzunehmen, erstmal versuchen aufzuholen im Vergleich zu dem China oder den USA? Oder, Also ich glaube, dass wir im E-Commerce den USA nicht mehr hinterher sind, sondern im Gegenteil. Ich bin eigentlich davon überzeugt, dass wir in Europa mittlerweile, also dass E-Commerce somit die einzige Disziplin ist eigentlich im Digitalen, die wir in Europa, auch gerade in Deutschland, ganz gut hinbekommen. Also klar, das größte und beste E-Commerce-Unternehmen der Welt ist Amazon, das sitzt in den USA. Aber wer ist denn so das zweitcoolste Unternehmen? Also wenn ich mir zum Beispiel Zalando anschaue, finde ich da und auch in About You, ehrlicherweise, glaube ich, gibt es keinen Pendant in den USA. Ja? Also so, wenn man Investoren fragt, wird dann oft Revolve genannt. Revolve ist aber so, Revolve macht in Gesamt-USA weniger Umsatz als wir in Deutschland. Ja? Also wir machen als Gruppe quasi den vierfachen Umsatz von Revolve.
Und HelloFresh hat sich ja jetzt auch gegen den US-Konkurrenten durchgesetzt in den USA. Und ich glaube wirklich, dass wir im E-Commerce nicht in die USA schauen müssen, sondern die USA eher nach Europa guckt. Ausgenommen Amazon, ja, die quasi eine Klasse für sich bilden. Ja, und wie gesagt, ob man nach China gucken muss oder nicht, das wird sich jetzt zeigen in den nächsten Jahren. Aber ich glaube wirklich, man kann auch innerhalb Europas schauen. Ja, also dieses gesamte Panel hier, würde ich sagen, ist von Leuten oder Firmen besetzt, auf die man gucken kann. Und wir haben unzählige Beispiele im E-Commerce. Auch ich glaube, ehrlicherweise schon auch so ein bisschen dank Rocket und den frühen Anfängen quasi der E-Commerce-Ausbildung, die halt gemacht haben, woraus ja unzählige Unternehmen entstanden sind, auch so im E-Commerce-Adjacent-Bereich wie in Auto1 und Co. Ne? Das sind auch alles Unternehmen, die auch weltweit eigentlich ziemlich weit vorne sind, finde ich. Okay. Mir werden noch ein paar Fragen einfallen, aber ich würde jetzt gerne einfach mal zum Nils rübergehen. Wir haben gerade schon so ein bisschen rausgehört, wir müssen auch die UserInnen verstehen, wie die auch auf Seiten sich bewegen und wie die kaufen und was die brauchen. Und ich hatte tatsächlich, als ich bei euch in den Shop gegangen bin, habe ich gesehen, ihr macht Umfragen. Umfragen wie zum Beispiel, kaufst du für dich selbst oder kaufst du für als Geschenk? So. Da meine Frage, was macht ihr damit? Also, weil es ist ja immer wichtig, Daten zu haben, aber man muss sie natürlich entsprechend auch gewinnbringend einsetzen. Aber wonach fragt ihr denn so? Also danke für dein Intro, Till. Ich bin Nils, ich arbeite bei Paul Hewitt als Head of Digital Marketing und E-Commerce. Paul Hewitt ist 2009 gegründet. Ich glaube, in der E-Com-Welt kennen diese Brand viele. Mir wäre es natürlich lieb, wenn auch unsere Konsumenten die Brand dann dementsprechend kennen. Aber da ist natürlich meine Aufgabe, sicherzustellen, dass das passiert und auch, dass wir ein profitables Geschäft machen. Wir kommen aus Oldenburg, gegründet von zwei Brüdern, die auch heute immer noch im Unternehmen sind, bootstrapped, also komplett eigenfinanziert. Und die Lage eben in Oldenburg ist auch das, was all unsere Produkte inspiriert, nämlich die Lage zum Meer, zur Nordsee. Und das findet sich sozusagen mehr oder weniger subtil auch in allen unseren Produkten. Zu deiner Frage, das Thema Umfragen, ja, das ist so, also ist so ein Baustein in diesem ganzen Kosmos, den User verstehen. Und wenn ich sage, unsere Brand gibt es schon seit 2009, heißt das nicht, dass wir das komplette Kundenverständnis irgendwie durchgespielt haben. Also ich glaube, es gibt viele sehr junge Brands, die vielleicht in Stellen ihre Zielgruppe besser verstanden haben, als wir sie vielleicht bereits verstanden haben. Das Beispiel, das du anführst, das war eine ja, also sehr einfache Umfrage. Ich glaube, also die Idee habe ich mal irgendwo gesehen, habe das in 2 Minuten umgesetzt. Also das ist jetzt auch nicht so, dass da unglaublich viele Leute sind, an die das irgendwie delegiert wird. Also wir sind ein sehr kleines Team und dadurch hat sozusagen, also ist jeder von uns auch sehr nah am Operativen. Und bei dieser Frage ging es eben darum herauszufinden, okay, auch wenn es noch keine Geschenk-Peak-Season gerade ist, wie viele User sind eigentlich in deinem Shop, die nicht für sich selbst kaufen? Und wir gehen vielleicht immer davon aus, dass es in der Off-Season kein großer Anteil von Menschen ist. Aber das Beispiel, das du anführst, das kam, glaube ich, zu dem Ergebnis, dass etwa 40% auch im Zeitraum September, Oktober bei uns sind und Geschenke kaufen. Das hilft uns natürlich extrem dabei herauszufinden, okay, wie muss ich diese User ansprechen, welche Produkte muss ich vielleicht auch in der Zukunft entwickeln, um dem User das ganze Jahr über sozusagen auch im Bereich Geschenke oder eben zu anderen Themen entsprechend ja, den Input zu liefern, sozusagen nachdem der User auch am Ende des Tages sucht und dann hoffentlich auch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit konvertiert. Jetzt hast du schon so Datenauswertung, Datenmanagement angesprochen. Das würde ich mal an euch alle geben. So eine ganz blöde Annahme auch wieder. Daten sind sehr wichtig. Aber was macht man am Ende damit? Also welche Daten braucht man? Was sind vielleicht die Ziel-KPIs, die man sich als Head of E-Commerce als erstes anschauen sollte? Und wie, also gibt es in eurem täglichen Doing Überschneidungen so auch in dem Bereich Online-Marketing, E-Commerce, KPIs? Also was erhebt ihr, wo ihr sagt, das ist das Wichtigste auch vielleicht für die Zukunft?
Ich kann mal anfangen. Also ich glaube, es kommt immer drauf an, tatsächlich auf die Ziele. Also ich glaube, es gibt jetzt keine, also klar, es gibt sicher so eine Conversion Rate, die wird wahrscheinlich alle interessieren. Aber ich glaube, es kommt schon krass auf die Ziele drauf an, ob man jetzt wachsen möchte erstmal und Profitabilität vielleicht keine allzu große Rolle spielt oder ob man jetzt wirklich schauen möchte, dass man erstmal profitabel auch wächst im Idealfall. Und da unterscheiden sich dann die KPIs, glaube ich, auch ein bisschen. Aber so die Klassiker, würde ich sagen, ist auf alle Fälle sowas wie eine Conversion Rate. Und wenn man dann ins Online-Marketing eintaucht, wahrscheinlich auch wirklich so ein CPA. Also zumindest bei uns ist das sehr wichtig und ein ROAS klassischerweise auch. Also das sind so die KPIs, die wir uns, also mein Team und ich, uns wirklich jeden Tag mehrmals anschauen. Also ich glaube, wenn ich zwei KPIs benennen müsste, wären das die Kundenakquisitionskosten und der Customer Lifetime Value. Und den Customer Lifetime Value kann man dann auch noch definieren in einer bestimmten Zeitperiode. Wie wir unser Geschäft steuern, ist eigentlich zunächst einmal zu definieren, was für einen Investitionshorizont haben wir, wenn wir Kunden akquirieren. Also nehmen wir mal an, uns kostet ein Kunde im Schnitt irgendwie 30 Euro und der Kunde macht dann in seiner Ersttransaktion irgendwie beispielsweise 10 Euro Deckungsbeitrag und auch mit einer durchschnittlichen Transaktion 10 Euro Deckungsbeitrag, heißt das ja, der Kunde muss irgendwie 3 Transaktionen generieren und wir gucken den Customer Lifetime Value immer in Periode X an. Nehmen wir mal an, der Kunde macht sozusagen, also churnt nach seiner Ersttransaktion um 50%, also anderen Worten 50% der Kunden bleiben dran und machen dann irgendwie im Schnitt 3 Orders pro Jahr, dann hätte man ja inklusive der Initialorder auf einen aktiven Kunden 4 Orders und bei diesem Beispiel 30 Euro und 10 Euro mit einer Transaktion minus Churn, 5 Euro sozusagen, müsste man eben ein bisschen länger als ein Jahr warten, um die initialen Kundenakquisitionskosten zu refinanzieren. So. Und was wir machen ist eigentlich, je nach Land und auch je nach Zyklus, wirtschaftlichen Zyklus, zu entscheiden, über welchen Zeitraum wollen wir einen Kunden vorfinanzieren. Jetzt sind wir gerade in einer Phase, wisst ihr alle, Krise, Kapital ist teuer geworden, Kapital kostet wieder Geld, weil die Leitzinsen gestiegen sind. In einer Phase, wo wir tendenziell mit einem deutlich kürzeren Investitionszyklus agieren. Also in den meisten Ländern sagen, okay, ein akquirierter Kunde muss sich innerhalb von 365 Tagen wieder rechnen. Oder in bestimmten Ländern, wo wir schon sagen, okay, sind wir noch mehr auf Marktanteile unterwegs, vielleicht auch auf 2 Jahre. Aber vor einem Jahr oder 2 waren wir zum Beispiel auch bis zu 3 Jahren teilweise an der Grenze unterwegs. Und das lohnt sich ja. Am Ende ist das ja wie so eine, ich vergleiche das immer, wie wenn man sich irgendwie eine Immobilie kauft für 1 Million Euro und dann hat man irgendwie Mieteinnahmen über 200.000 Euro, dann dauert das ja auch faktisch 5 Jahre, bis die Immobilie sich wieder abgezahlt hat oder in anderen Worten, man hat 20% Kapitalverzinsung sozusagen. Ne? Und nichts anderes ist ja Kundenakquisitionskosten durch Customer Lifetime Value. So, und das ist quasi die Investitionslogik, die wir vornehmen in der Frage, wie aggressiv gehen wir im Marketing vor, wie aggressiv balancieren wir, was du auch gerade gesagt hast, quasi Wachstum versus Profitabilität aus. Und dann richten sich eigentlich unsere Optimierungsmaßnahmen auch entlang dieser 2 Metriken aus. Ja, das heißt, wir haben einen Teil des Unternehmens, was darüber nachdenkt, wie können wir günstiger Kunden akquirieren, indem wir neue Kanäle entwickeln, indem wir unsere Creatives optimieren. Ich habe hier dem Vortrag davor ein bisschen zugehört. Na, da ging es ja zum Beispiel darum, okay, wie kannst du im Prinzip deine Kundenakquisitionskosten oder deine CPOs am Ende des Tages eben senken. Und es gibt eben den Customer Lifetime Value. Und du hast zum Beispiel Conversion Rate angesprochen. Es gibt sozusagen natürlich diverse Treiber dieser 2 Zielmetriken. Also Conversion Rate ist ein Treiber von CLV. Aber aus meiner Sicht muss man das immer im Gesamtkontext betrachten. Also wenn ich zum Beispiel die Wahl hätte zwischen einem User, der unsere Website doppelt so hoch besucht, aber mit der halben Conversion Rate, würde der im Ergebnis genauso viel Umsatz machen wie User B mit genau dem umgedrehten Verhältnis. Aber ich würde zum Beispiel immer User A nehmen, weil ich halt glaube, dass quasi Besuchsfrequenz zunächst einmal die Loyalität des Kunden absichert. Weil wenn ein Kunde im Grunde genommen ständig mit dir interagiert, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er dich vergisst, halt niedriger. Ja? Und insofern glaube ich, man muss sich halt die Treiber angucken, Conversion Rate, Besuchsfrequenz, Average Order Value, das alles sind ja Treiber. Und ich glaube, man muss sich dann eben überlegen, wie man diese Treiber gegeneinander ausbalanciert. Und ich glaube halt zum Beispiel, die Zeit, wo man rein auf Conversion Rate optimiert, ist halt eigentlich vorbei. Das ist, finde ich, so ein bisschen die 2010er E-Commerce-Lehre gewesen. Sondern aus meiner Sicht muss man immer ein Mittel finden aus, also muss nicht, aber ich sag mal, wenn man ein Geschäftsmodell hat, was auch ein bisschen irgendwie Inspiration, Impulse setzen will und nicht so reine Bedarfsdeckung macht, sollte man aus meiner Sicht eben auch dafür sorgen, dass der Kunde einen in möglichst hohen Frequenz besucht. Und das kann zum Beispiel auch ein Subtreiber sein, den man eben optimiert. CRM und solche Sachen natürlich weitere Treiber, aber am Ende des Tages
ja, CAC durch CLV im Prinzip. Ich glaube, ich kann auch zwei hinzufügen. Also was ich mag, das ist Klassiker AOV. Das sagt mir relativ viel, was passiert gerade bei uns, welche Kategorien verkaufen sich am besten. Und was ich noch dazu immer gerne anschaue, ist Discount Rate. Mhm. Also Oceans Apart ist bekannt für Rabatte und wir haben keine Angst davon, aber wir müssen das kontrollieren. Das heißt, wenn ich sehe, dass zum Beispiel Voucher-Discount ist zu hoch oder On-Page-Discount, dann kann ich schnell reagieren, weil Profitabilität ist natürlich auch ein Thema für uns. Deswegen, das sind so vielleicht zwei Klassiker, aber ich mag die gerne anschauen, weil dann schlafe ich sicher, wenn ich weiß, dass alles unter Kontrolle ist. Okay. Ich würde noch einmal an Tarek anknüpfen und zwar zu dem Thema CLV beziehungsweise ja allgemein auch Retention ist, glaube ich, der Oberbegriff für uns alle, um das vielleicht auch nochmal auf eine Ebene zu bringen, mit der auch ja, also kleine Brand-Owner hier mit wenig Ressourcen vielleicht einen Weg finden, um damit zu arbeiten. Ja, ich glaube, dass also was das Einfachste ist, was man machen kann zu diesem Thema Retention, ist eben, dass man sich beispielsweise mal anschaut, okay, in einem Zeitraum, so gängig ist dann beispielsweise ein Jahr, 18 Monate, wie häufig kauft ein Kunde bei meiner Brand, beziehungsweise wie ist das Verhältnis von Erstkäufern zu Mehrfachverkäufern in so einem Zeitraum? Und das ist dann ganz spannend zu sehen, weil man darüber erstmal überhaupt einen Einstieg sozusagen findet, wie groß ist mein Optimierungspotenzial überhaupt, ohne dass man jetzt in CLV und so weiter zu tief einsteigt. Das kann man natürlich über Kohorten und so weiter machen oder auf individueller Ebene. Aber ich sag mal, ganz allgemein hat das Thema dann CLV oft, viele versuchen das zu erheben, aber sozusagen können daraus gar keine Schlussfolgerung treffen. Und das Spannende ist, wenn man sich das Thema Retention von analytischer Seite sozusagen ausgehend betrachtet, dass Retention halt was ist, was auf den Umsatz einfach sehr exponentiell wirkt. Das heißt, wenn ich das schaffe, meine Retention Rate nur um wenige Prozent zu erhöhen, ist sozusagen der Hebel auf den Umsatz am Ende des Tages wesentlich höher, als beispielsweise den AOV zu verbessern oder die Conversion Rate zu verbessern. Ja, das sind auch alles wichtige Sachen oder meine Margen zu verbessern. Das sollte auf jeden Fall gerade in 2022 jeder tun, aber das sind eben die Dinge, die sozusagen im Impact im Vergleich zum CLV gesehen oder zur Retention Rate gesehen einfach recht gering sind oder sagen wir geringer sind. Ja, je nach Vertical, je nach Kanal und so weiter mag es da große Unterschiede geben, aber ich glaube, das ist so die Essenz und der Punkt, an dem sozusagen jeder von euch auch als Brand Owner hier halt starten kann. Mhm. Willst du noch was sagen? Ja, ich glaube, KPIs haben wir alle genannt. weil du ja auch gefragt hast, was machen wir mit den Daten? Das ist, glaube ich, dann auch immer so ganz spannend, je nach Brand. Und wir haben ja hier eine Auswahl. Wie schaffe ich es gerade, wie Tarek auch gesagt hat, diese Frequenz dann auch zu schaffen? Weil gerade jetzt in unserem Bereich kauft man sich halt nicht jede Woche einen neuen MacBook. Leider. Aber was kann ich dann irgendwie für Services oder auch irgendwie Beratung, Schulungen und ad hoc irgendwie noch so Content liefern, was den Kunden natürlich dann auch dazu bringt, wieder in den Shop zu kommen und eben diese Interaktion zu haben. Ich komme wieder aufs Abo zurück, weil das ist ja letztendlich auch so ein monatlicher Reminder, der dann am Ende des Tages ja auch den Kunden mit der Gravis verbindet, aber zum Beispiel auch so Sachen wie Hardware-Schutz, also irgendwie so eine Versicherung für Artikel, die den Kunden dann immer wieder irgendwie auch connected und irgendwo auch so ein Sicherheitsgefühl gibt. Und das ist natürlich ganz spannend, wenn man da dann die Daten entsprechend hat, welcher Kunde reagiert worauf gut, also sei es mehr Content, sei es mehr irgendwie ja so Knowledge zu Apple-Produkten, die dann da spezifisch dann auch abzuholen. Jetzt haben wir schon so ein paar Fragen bekommen. Ich habe Kickern gelesen, freut mich. Vielleicht könntet ihr Tarek beim Kickern dann später noch fragen, wann er Bürgermeister wird. Vielleicht ist er denn da ein bisschen offen. Aber ich würde gerne auf Frage 1 eingehen. Es gibt ja diesen E-Commerce-Tool-Dschungel. Ich glaube, zur Aufgabe des Head of E-Commerce gehört auch, dass man eben in diesem Dschungel das richtige Tool findet. Ich fände es spannend, wenn ihr einfach mal sagt, welche Tools euch wirklich erfolgreich machen oder wo ihr sagt, in letzter Zeit habt ihr, vielleicht auch ohne groß Werbung zu machen, aber habt ihr das und das getestet und das war halt sehr, sehr erfolgreich für euch. Dann ich kann anfangen. Bitte. Es ist leider nicht bei Oceans Apart, aber früher in der Firma, wo ich gearbeitet habe, wir waren sehr erfolgreich mit Dynamic Yield. Das ist ein Personalisierungstool. Wir haben einfach gesehen, dass wir mehr personalisieren, desto besser für unsere
Kunden oder Users oder Leads ist. Und da haben wir uns extrem stark entwickelt. Das heißt, was wir gezeigt haben, welche Angebote, welche Produkte, wann und warum, das war alles von uns erst gecheckt, natürlich auch mit A/B-Testing und dann auf Basis davon einfach das Beste, was wir machen konnten. Für mich, Personalisierung ist etwas, was ich sehr gerne in E-Commerce mag. Da möchte ich mich auch mit Ocean Support entwickeln, weil ich glaube, das ist genau das, was die Users brauchen. Das heißt, die wollen sehen einfach die Produkte oder die, das Content, was die interessiert und nicht etwas Allgemeines. Also ich will auch nicht meine Kunden irgendwie immer schwarze Leggings zeigen, weil die verkaufen sich am besten, sondern vielleicht habe ich irgendwelche Menschen, die gerne bunte Farben kaufen. Und wenn ich die Daten dazu habe und kann ich das steuern, dann, ich glaube, da habe ich schon ein bisschen Erfolg. Deswegen für mich Personalisierung, Dynamic Yield kann ich empfehlen. Es ist relativ easy zu nutzen, zu implementieren. Ja. Okay. Also ich habe vor 16 Jahren meinen ersten Online-Shop gestartet oder vielleicht noch länger mittlerweile, bin schon sehr alt. und zwei Tools haben mich seitdem begleitet und nutze ich jeden Tag und das ist Google Analytics und Excel. Klingt halt derbe langweilig, aber... Ich dachte, du sagst jetzt Typo 3 oder so. Typo 3, nein, das ist viele Sachen haben sich gewechselt, Shopsysteme und so weiter. Ich habe noch mit XT-Commerce angefangen, das kennt ihr alle gar nicht mehr. Nein, aber Google Analytics und Excel ist in meinen Augen sind die ultimativen Tools. Ja. Und jetzt, also mittlerweile gibt es noch, wir nutzen sehr stark Google Data Studio, weil es ein bisschen cooleres Excel ist so. Aber am Ende des Tages ist es irgendwie so ein Excel mit einer UI. Also meiner Meinung nach nach wie vor. Also ich meine, habe ich vor 16 Jahren mir jeden Tag angeguckt, heute mit 1500 Mitarbeiter gucke ich mir jeden Tag an, jeden Morgen, jeden Abend Excel und Analytics. Ja, also kann ich zustimmen auf alle Fälle. Was ich da noch super gerne mag, sind so kleine Helferlein. Also ich arbeite tatsächlich weniger mit Excel, aber viel mit Google Sheets und einfach automatisierte Reports. Ne, mit Supermetrics beispielsweise nutze ich wirklich täglich, beziehungsweise setzen es einmal auf und dann einfach nur klicken zur Aktualisierung. Das ist, spart, finde ich, wahnsinnig viel Zeit. Man hat dann alle Daten, die man irgendwie braucht und noch ein paar mehr. Das hilft, finde ich schon. Sonst Tools finde ich schwierig tatsächlich. Also wenn es jetzt die Frage, welches Tool macht jetzt Berries with Benefits erfolgreich? Pff, keine Ahnung. Also ich glaube, es ist halt der Mix an allem, was wir so haben. Ja, ich kann da auch zustimmen. Also Tools, finde ich, ist halt eigentlich auch nichts ohne, wenn jemand das Tool benutzt. Also am Ende des Tages kommt es ja dann auch auf das Team drauf an. Also, und da hat man die Datengrundlage oder was auch immer. Also ich würde auch sagen, also alles, was irgendwie so Analytics oder sei es irgendwelche Dashboards, die irgendwie Daten liefern, auf die man sich beziehen kann, ist immer super hilfreich. Alles, womit man AB-Tests machen kann, finde ich super spannend, weil man natürlich dann immer so eine Grundlage hat, auf der man Entscheidungen treffen kann. Und egal in welchem Bereich, ich kenne es jetzt aus der Vergangenheit, aus der Fashion auch, weil es da oftmals sehr emotional und eher subjektiv ist. Das ist natürlich gerade im E-Commerce sehr wertvoll, wenn man irgendwie so eine Datengrundlage hat, die nicht lügt. Dann kann man sich darauf irgendwie auch besser verlassen. Aber ich hätte jetzt auch kein Magic-Tool, was irgendwie alle Probleme löst. Nils, hast du noch ein Tool? Ja, also wir hatten jetzt schon über das Thema Retention gesprochen. Mein Tool Nummer 1, Klaviyo natürlich. Es ist, bietet super viele Möglichkeiten für kleine, für große Brands, einfach Marketing-Automations bzw. E-Mail-Automations aufzusetzen. Ist ein super wertvolles Tool, aus dem man sehr einfach sehr spannende Daten extrahieren kann. Was wir sonst machen, also wenn man es komplett runterbricht, ist es am Ende des Tages auch von der Datenbasis her Analytics, es ist ein bisschen Excel. Wir nutzen Power BI, um Daten zu visualisieren und genauso, um Daten aus verschiedenen Schnittstellen einlaufen zu lassen. Ja, also weil wir beispielsweise wissen, dass wir Orders nicht 100% sauber in Analytics tracken, holen wir uns die aus dem Shop bzw. aus dem ERP und lassen das dann sozusagen über unterschiedliche Quellen im Power BI zusammenlaufen und schauen uns dann eher, weil ich die Frage hier gelesen habe, auch wenn es dann darum geht, wie man damit umgeht, dass die Daten immer unsauberer werden. Also wir versuchen uns dann zumindest die wesentlichen Entscheidungen auch dann irgendwo auf High Level zu treffen. Ich habe vorhin schon gesagt, wir sind komplett Bootstrap. Das bedeutet, da muss jeden Monat auch ein mehr oder weniger profitables Geschäft sichergestellt werden, was man dann notfalls eben auch tun muss mit Approaches wie Marketing Efficiency Ratio oder Blended ROAS auch genannt und so weiter und dann eben sich auf einer übergeordneten Ebene die Daten anschaut, statt sich dann in Details zu verlieren, was für
kleinere Brands, glaube ich, oft ein großes Problem ist. Kleinere Brands. Gibt es auch eine Frage? Und zwar als Startup. Denkt ihr, man sollte in E-Commerce investieren oder doch lieber einen kleinen Laden in der Stadt eröffnen? Finde ich ein total spannendes Thema. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Ansätze. Aber ich bin sehr gespannt, was ihr davon haltet. Was würdet ihr tun? Kommt drauf an, was man für ein Startup hat. Würde ich sagen, wenn man Eis verkaufen will, würde ich, glaube ich, eher einen Laden in der Stadt aufmachen. Nein. Also ich meine, momentan, die letzten 9 Monate waren wahrscheinlich eher dadurch geprägt, dass man als Onliner eher nicht so einen coolen Job hatte und offline halt im Jahresvergleich zumindest ganz gut gelaufen ist. Wenn man es jetzt auf einer 3-Jahres-Sicht betrachtet, ist das nicht der Fall. Und ich glaube, auch vorne raus wird online tendenziell gegenüber offline gewinnen. Aber ich glaube nicht, dass online irgendwann irgendwie 100% des Konsums ausmacht, sondern wir sehen in der jungen Zielgruppe, E-Commerce macht so 40% ungefähr der Ausgaben aus. Und ich glaube, 40-50% ist auch so ein Plateau. Also insofern glaube ich, E-Commerce hat mehr Wachstum als Rückenwind. Und vor allen Dingen lässt sich E-Commerce aber besser skalieren. Also weil Läden ein Laden aufzumachen, begrenzt dann auch den Umsatz dieses einen Ladens sehr, weil du hast dann eine geografische Begrenzung. So E-Commerce, richtig gemacht, kann man halt extrem schnell sehr, sehr, sehr gut skalieren. Ich würde aber nochmal unterteilen in der Frage, wenn ich ein Startup bin, brauche ich eigentlich einen eigenen Online-Shop? Oder, also was ist E-Commerce heutzutage eigentlich? Ja? Es gibt quasi die Ausprägung, du hast einen eigenen Online-Shop, aber man macht es relativ simpel mit Shopify. Also ich würde als Startup definitiv zum Beispiel keinen Shop programmieren, sondern ich würde definitiv auf Shopify gehen. Das ist einfach so simpel, das kriegt jeder hin. Die Frage ist aber, wie sehr bewirbt man denn eigentlich seinen Online-Shop gerade als Startup und versus die Vermarktung über Marktplätze? Und das, glaube ich, kann man gar nicht so pauschal beantworten. Das kommt halt aufs Produkt an. Am Ende ist das eine widerspricht das dem anderen auch nicht. Ich würde immer einen Shopify-Shop machen, weil das easy ist. Aber die Frage, worauf legt man denn am Ende seine Ressourcen? Ja, es gibt ja viele Marken, die sehr erfolgreich geworden sind, damit über Amazon zu verkaufen. Es gibt natürlich auch Marken wie eure, die haben es halt geschafft, quasi den eigenen Online-Shop oder das eigene Produkt extrem stark über Social groß zu machen. Ich glaube ehrlicherweise, die Zeit ist echt schwer jetzt so. Also das war halt was, das hat vor 4, 5, 6 Jahren sehr gut funktioniert. Nutrition, Brillen, was weiß ich, gab es ja Riesenwellen von so D2C-Unternehmen, die halt über Social quasi groß geworden sind. Aber die Preise in Social sind halt so dermaßen gestiegen und die Lücken für organische Guerilla-Kampagnen sind halt so klein geworden, dass ich halt glaube, die Zeit ist halt schwer. Also wenn du heute ein Startup gründest, glaube ich, und irgendwie ein Produkt verkaufen willst, gelten halt die Regeln von vor 4, 5 Jahren nicht mehr so. Und diese ganze Social-Welle, die halt den Unternehmen vor 4, 5 Jahren zur Verfügung stand, die ist halt schwerer. Influencer hat mittlerweile auch jeder verstanden. Also die Preise sind da auch enorm gestiegen. Deswegen glaube ich halt, ist der Verkauf über Marktplätze eigentlich wieder ein bisschen valider geworden, um dem Ganzen so eine Art Startschuss zu geben, also innerhalb der E-Commerce-Disziplin sozusagen. Ich würde der Frage gern mal oder einen kleinen Schubs geben. Marktplätze jetzt angesprochen. Wir haben noch 9 Minuten. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, wo wir nochmal drauf eingehen sollten. Welche Marktplätze funktionieren? Wie validiert man neue Marktplätze? Und ich würde gern Olivia das Wort geben, weil ihr ja stark über Instagram einfach auch gewachsen seid. Wie schafft ihr oder wollt ihr es überhaupt jetzt in andere Marktplätze gehen? Wie geht ihr da vor? Ja, genau. Aber wie ich gesagt habe, wir suchen ganze Zeit neue Möglichkeiten für uns. Das heißt, wir wollen auf jeden Fall nicht mehr nur als Instagram-Influencer-Marke bezeichnet werden, sondern auch als Firma, die alle Bereiche abdeckt. Marketplaces. Wir haben jetzt angefangen mit Zalando. Das aber vor ein paar Tagen, deswegen ist es noch zu früh zu sagen, wie war es, Zalando Lounge. Wir werden auch bei About You, von was ich weiß, ich glaube aber Anfang nächstes Jahr ist. Deswegen, das ist für uns ein Thema, was wir jetzt langsam testen, checken, wie das funktionieren kann, mit welchen Produkten, wie auch unsere Kunden das finden. Aber auf jeden Fall, wir sind sehr interessiert. Wollen wir in diese Richtung gehen? Sehen wir auch viele Kommentare von Kunden, dass die wollen, uns woanders auch zu finden. Deswegen, ich glaube, da kann man nicht weg von diesem Thema. Also in 2023, ich glaube, das ist ein Must. Ja. Die anderen? Marktplätze? Marktplatz für uns
sehr schwieriges Thema. Also ich glaube, grundsätzlich ist es sozusagen, wird es den größten Value für dich haben, umso mehr du das Business ownst. Bei uns ist es so, wir sind beispielsweise auf Zalando und auch auf About You. Ich glaube, es gibt bestimmte Saisonalitäten, zu denen das auch ganz gut funktioniert. Was wir halt feststellen ist, dass wir beispielsweise extrem hohe Retourenquoten beobachten, einfach weil es sozusagen im Konzept der Plattform irgendwo auch liegt. Ja? Und der Käufer, der sozusagen seine Order bei uns im eigenen Shop platziert oder im stationären Handel beispielsweise, das dann teilweise auch mit einer ganz anderen Einstellung macht und das natürlich dazu führt, dass wir eben beispielsweise nicht nur in der Marge als solche, die man irgendwo natürlich ein Stück weit einbüßt, aber auch einfach mit Retourenquoten arbeiten, die teilweise halt so sind, dass man sagen muss, okay, es ist also für uns als Schmuckbrand nicht das attraktivste Modell. Ja, ich kann vielleicht auch noch was zu sagen. Wir sind tatsächlich eine dieser Marken, die halt auf Amazon angefangen haben. Also unsere beiden Gründerinnen haben das erste Produkt, dieses Amazing Hair, von dem ich vorher gesprochen habe, tatsächlich auf Amazon gelauncht und dann auch erstmal wirklich mit Kundenfeedback gearbeitet, um das Produkt zu verbessern und das super gut funktioniert. Und daraus ist dann halt erst, sogar erst die Retail-Reichweite nochmal gewachsen. Also wir sind zum Beispiel auch bei DM, bei Rossmann, bei Müller, bei Douglas und so weiter. Und daraus ist dann erst so der E-Commerce, also so der eigene Online-Shop entstanden und wir merken halt, dass, ich meine jetzt vielleicht nicht direkt Amazon, aber auch die Retail-Verfügbarkeit auch gleichzeitig den Online-Shop so ein bisschen pusht, weil es ist ein riesen Vertrauensverstärker, wenn du einfach sagen kannst, hey, wir sind bei DM gelistet, das schafft jetzt nicht jeder und das hebt einen halt auch so ein bisschen ab von der Konkurrenz. Also momentan, also Amazon ist nach wie vor sehr wichtig für uns, ist jetzt nicht mein Hauptthema, deswegen kann ich dazu jetzt nicht super viel sagen. Aber weitere Marktplätze momentan nicht, würde ich jetzt aber, glaube ich, nicht ausschließen, weil ich finde es super spannend. Auch B2B-Marktplätze übrigens. Ich finde Marktplätze auch super komplexes Thema, ehrlicherweise. Und ich finde, es kommt extrem aufs Businessmodell an. Also bin ich jetzt Brand, bin ich Händler, was habe ich für ein Produkt? Also ist das irgendwie leicht replaceable oder habe ich jetzt wirklich eine Brand, an der ich irgendwie hänge und die irgendwie ein Value hat? Und ich finde, das A und O ist dann halt irgendwie so eine Vertriebsstrategie. Also wo will ich mich irgendwie wie platzieren? Also aus der Vergangenheit, bei Liebeskind kann ich das beispielsweise berichten, wird es halt super schwierig, wenn du versuchst, überall mitzuspielen. Also sei es irgendwie über die eigenen Geschäfte, über einen eigenen Online-Shop, über Wholesale, über Marketplaces. Also irgendwo kannibalisierst du dich dann auch selber. Und wenn du dann aber eine clevere Sales-Strategie hast, also dass du dann vielleicht auch irgendwie mit Kollektionen arbeitest, die du auch irgendwie unterschiedlich platzierst, dann kann das, glaube ich, super funktionieren. Jetzt beispielsweise als Händler, wo du weiterverkaufst und dann je nachdem, in was für einem Produktsegment du dich befindest, sind natürlich die Margen und auch die Preise ein Problem. Also weil es ist ja am Ende des Tages irgendwie ein super preissensitiver Bereich. Wenn du da nicht irgendwo in einem Cent- und Euro-Bereich mitspielst, dann setzt du auch nichts ab. Und das, ich glaube, muss man super individuell und je nachdem, wenn man eine Vertriebsstrategie hat, die funktioniert, dann auch entscheiden. Mhm. Eine Frage wollte ich dir noch stellen und zwar diese Omnichannel-Bubble haben wir jetzt noch gar nicht aufgepiekst, sage ich mal, aber ihr habt in München jetzt einen Store eröffnet mit einem ganz Omnichannel-konzeptigen Konzept, wenn das ein Wort ist. Vielleicht kannst du da nochmal was zu sagen. Also wie verbindet ihr den Retail-Bereich mit dem Online-Shop? Ja, sehr spannendes Thema für uns, vor allen Dingen, weil Gravis ja eigentlich auch aus dem stationären Handel kommt und ich glaube auch die meisten da auch irgendwie so eine Connection haben, weil einfach Gravis sich da dann nochmal viel prägnanter irgendwie von dem Apple Store abgrenzt, weil immer das ganze Thema Service, Beratung, Reparatur irgendwie eine ganz, ganz große Rolle spielt. Aber letztendlich auch irgendwie so dieses Thema Verfügbarkeiten dann nochmal ganz anders gespielt werden kann, wenn ich da natürlich den Online-Shop irgendwie so mit einbinde, also wenn ich quasi im Store anbieten kann, ich berate dich jetzt, also was brauchst du für deine Bedürfnisse irgendwie für ein Produkt? Ich meine, das kann man ja die Farbe ist die eine Sache irgendwie von dem MacBook oder von dem iPhone, aber natürlich auch die Terabyte, was machst du damit, welche Zubehörartikel brauchst du noch on top? Und das dann damit verbinden zu können, dass du ja eigentlich dann mit dem Zugang zu dem Online-Shop irgendwie ein endless Angebot, Sortiment anbieten kannst, inklusive dann irgendwie so Hardware-Schutzgeschichten oder eben, ich wiederhole mich, auch das Abo wieder mit einbinden kannst, ist das ganz cool. Und aber umgekehrt, für uns auch jetzt super wichtig, da arbeiten wir gerade ganz stark dran,
genau diese Aspekte, die wir halt im Retail natürlich durch den Mitarbeiter viel leichter transportieren können, ist das Thema Service und Beratung auch im Online-Shop anzubieten. Also zu gucken, wie kann ich denn den Kunden gerade bei den technischen Geräten irgendwie an die Hand führen und erklären, was brauche ich denn jetzt für ein MacBook und was bedeutet das überhaupt, ob ich jetzt irgendwie 1 oder 2 Terabyte bestelle. Das ist auf jeden Fall ein spannendes, also umso komplexer das Gerät wird, natürlich umso spannender. Jetzt haben wir quasi schon irgendwie auch über Produktberatung gesprochen, was irgendwie so ein bisschen schon wieder in die Online-Marketing-Schiene reinrutscht. Wie steht ihr zum Thema Produktberater? Selber bauen, Tools nehmen? Wie skaliert ihr oder wie denkt ihr, könnt ihr sowas skalieren in eurem Shop? Gerne ich. Wir haben so eine Art Produktberatung tatsächlich. Das nutzen wir als hauptsächlich als Lead-Generierungstool. Und zwar ist es ein Beauty-Survey, heißt es bei uns, also wirklich, wo man ein paar Fragen ausfüllt zu seinem Lebensstil und dann personalisiertes E-Book bekommt, wo natürlich Produktempfehlungen dann anhand der beantworteten Fragen drinnen sind, aber auch noch wesentlich mehr Info, so ne, wie viel Schlaf brauchst du, wie viel, du sollst viel Wasser trinken, so die Klassiker, aber auch noch ein paar Sachen, die ich jetzt nicht auswendig weiß. Und das funktioniert sehr gut, merken wir. Auch bei Neukunden schaffen wir so teilweise einen sehr hohen Average Order Value für Neukunden, weil man halt einfach merkt, erstens, man ist in Vorleistung gegangen. Zweitens, Kunden sind sich, ne, vor allem im Nahrungsergänzungsmittelbereich, es ist ja relativ schwierig. Viele wissen halt nicht, was brauche ich, was will ich, was ist das eigentlich? Und da hilft es uns schon sehr. Also Produktberatung, glaube ich, kommt ein bisschen aufs Produkt drauf an, aber bei uns ist es definitiv ein wichtiger Punkt. Und wir bieten auch noch personalisierte, also ein Telefongespräch mit unserer Ernährungswissenschaftlerin an. Das kommt eigentlich auch ganz gut an bei den Kunden. Okay, wir sind am Ende. Ich habe aber noch eine Frage im Auge, die ich euch gerne als letztes mitgeben würde. Auch so eine Art Ausblick auf die Zukunft, auf vielleicht 23, 24, 25. Was wollt ihr tun, um euch im E-Commerce von der Konkurrenz abzuheben? Also wir stecken mitten im Redesign. Also bei uns ist dieses Thema gerade auch so visuell und vom Look and Feel irgendwie von der Konkurrenz abzugrenzen, sehr, sehr wichtig. Und wird jeder schon irgendwie wahrscheinlich heute 50.000 Mal gehört haben, aber irgendwie noch mehr den Kunden irgendwie in Betracht zu ziehen, weg so ein bisschen von die ganze Zeit das Produkt im Mittelpunkt, sondern wirklich zu verstehen, was will der Kunde. Das sind so meine Ziele. Für uns sind es zwei Themen. Also zum einen ist es das Thema Retention, über das wir gesprochen haben. Ich glaube, da gibt es so gut wie bei jeder Brand noch super viel Optimierungspotenzial. Und in Anbetracht der steigenden Akquisitionskosten auf jeden Fall eine extrem sinnvolle Zeitinvestition in dieses Thema. Das zweite Thema, was für uns spannend ist, ebenso wegen steigender Kosten im E-Com, ist das Thema Retail. Wir sind zwar schon lange im Handel, aber ich glaube, hier gibt es noch sehr, sehr viele Ansatzpunkte, gibt sehr viele Abhängigkeiten und Komplexitäten, die wir jetzt trotz jahrelanger Erfahrung in dem Bereich immer noch nicht überwinden konnten. Und ich glaube, diese beiden Felder zusammenzubringen, so dass sie sich eben nicht kannibalisieren, sondern positive Effekte aufeinander haben, das wird für uns auf jeden Fall die größte Challenge in den nächsten 1 bis 2 Jahren sein. Okay, möchte noch jemand? Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr hier wart. Eine Sache möchte ich gerne noch sagen. Ich freue mich, dass in der Branche E-Commerce hier 3 Head of E-Commerces Damen sitzen. Bewerbt euch, macht da mehr im E-Commerce als Dame. Ich glaube, das bringt nochmal einen ganz anderen Blick, ganz andere Idee in das Game rein. Macht das gerne. Ansonsten vielen Dank, dass ihr da wart. Danke.